Diese sieben Trottelfehler kannst du dir zum Semesterstart sparen. Ein Artikel von studienscheiß.de, verfasst von Tim. Jedes Jahr das Gleiche. Semesterstart. Die Studenten kommen wieder an die Uni, machen dumme Fehler und versauen sich damit das ganze Semester. Zumindest machen sie es sich erheblich schwerer, als es sein müsste. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wie du die ersten Wochen im Semester am besten angehen kannst und welche Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest? Ich bin jetzt schon seit ein paar Jährchen als Studienberater unterwegs und bin immer wieder erstaunt, wie viele dumme Fehler gerade am Anfang des Semesters begangen werden. Ich nenne diese Fehler Trottelfehler, weil sie eigentlich auf der Hand liegen und ganz leicht vermeidbar sind. Eigentlich. Damit du auf gar keinen Fall einen dieser Fehler machst und dir damit selber schadest, habe ich die sieben größten Trottelfehler zum Semesterstart in diesem Artikel für dich aufgeschrieben. Also, hören und bitte nicht nachmachen. Erster Fehler. Du nimmst den Semesterstart nicht ernst. Der erste große Fehler liegt darin, dass du den Semesterstart nicht ernst nimmst. Gerade am Anfang der neuen Vorlesungsreihe kannst du die Weichen deines Studiums auf Erfolg stellen und den Grundstein für ein richtig gutes Semester legen. Im Umkehrschluss kannst du diese Zeit aber auch so dermaßen vermasseln, dass du das ganze Semester daran zu knabbern hast und keine Form findest. Darum nimm die ersten Wochen im Semester nicht auf die leichte Schulter. Nutze die Orientierungswoche und besuche so viele Informations- und Einführungsveranstaltungen wie möglich. Sieh dir auch auf jeden Fall die erste Vorlesung von deinen Modulen an und verschaffe dir so einen Überblick über die kommenden Lehrveranstaltungen. Wenn du deine Semestervorbereitung gewissenhaft und klug durchziehst, startest du optimal ins neue Semester und holst das Beste aus deinem Studium heraus. Der Semesterstart ist wichtig. Eine gute Vorbereitung ist die Basis für ein erfolgreiches Semester. Zweiter Fehler, du planst dein Semester nicht richtig. Hast du immer einen Plan im Kopf oder bist du jemand, der gerne in den Tag hineinlebt und die Dinge auch schon mal auf sich zukommen lässt? Ich finde beides völlig okay. Im Studium kann planloses Verhalten und orientierungsloses Rumstudieren allerdings größere Probleme verursachen, als du vielleicht denkst. Ohne einen generellen Plan verpasst du nämlich schöne Gelegenheiten, bekommst zu wenig von deinem Studium mit und bleibst oft unter deinen Möglichkeiten. Heißt konkret... Du übersiehst interessante Module, verpasst wichtige Semestertermine und springst später chaotisch von Prüfung zu Prüfung. Natürlich hast du jedes Mal viel zu wenig Zeit zum Lernen. Das Auslandssemester in Spanien wolltest du auch schon längst organisiert haben, aber du hattest es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Dumm gelaufen, oder? Nee, scheiße geplant. Lege dir deswegen zum Semesterstart einen Plan für das nächste halbe Jahr zurecht, schreibe deine Ziele auf und versuche die wichtigsten Stationen im Vorfeld zu planen. Wenigstens grob. Plane dein Studium und studiere nicht orientierungslos vor dich hin. Dritter Fehler, du kennst die Spielregeln nicht. Dein Studium ist ein Spiel. Anfangs vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig und nicht immer lustig, aber es bleibt ein Spiel. Damit du erfolgreich in dem Spiel bist, musst du die Regeln kennen. Denn wenn du die Regeln nicht beachtest, machst du dir selber das Leben schwer und legst dir Steine in den Weg. Und wo stehen diese Regeln? In deiner Prüfungsordnung. Damit du also ein erfolgreiches Semester hinlegen kannst, solltest du spätestens zum Semesterstart deine Prüfungsordnung gelesen haben. Ich kenne viele Studenten, die schon seit Jahren an der Uni sind und noch nie einen Blick in ihre Studienordnung geworfen haben. Darum an dieser Stelle ganz deutlich, mach du diesen Trottelfehler nicht und liest dir die Spielregeln zu deinem Studium durch. Deine Prüfungsordnung ist wichtig und gibt die Spielregeln für dein Studium vor. Vierter Fehler, du nimmst dir zu viel vor. Lief dein letztes Semester nicht so gut? Möchtest du in diesem Semester unbedingt alles wieder auffüllen und richtig Gas geben? Oder sitzt du dich selber gerne unter Druck und möchtest immer so viele Prüfungen wie möglich absolvieren? Hohe Ziele sind in Ordnung und ich finde es gut, wenn du dich selbst herausforderst und motivieren möchtest. Aber betreibe es bitte nicht. Ich sehe viele Studenten, die ihr Semester viel zu voll packen und sich damit maßlos überfordern. Damit fahren sie nicht nur regelmäßig ihr Studium, sondern auch ihre Gesundheit gegen die Wand. Burnout und so. Das musst du unbedingt verhindern und solltest deswegen dein Semester realistisch planen. Nimm dir nicht zu viel vor und pack dir dein Semester nicht zu voll. Fünfter Fehler. Du baust dir kein Netzwerk auf. Neues Semester, neue Kommilitonen. In jedem Semester billigst du andere Kurse und triffst in deinen uni auf neue Leute. Klar. Du hast mittlerweile einige enge Freunde gefunden und bist vielleicht schon Teil einer Lerngruppe. Du solltest dich jetzt aber nicht zurücklehnen und es darauf beruhen lassen, sondern dein Netzwerk kontinuierlich ausbauen. Gerade zum Semesterstart ist sinnvoll, wenn du so früh wie möglich neue Kontakte knüpfst und dein Adressbuch erweiterst. Je mehr Leute du kennenlernst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei studientechnischen Problemen Hilfe findest, zu coolen Partys eingeladen wirst oder den Partner fürs Leben findest. Nutze dein Studium dazu, um möglichst viele Leute kennenzulernen und dir ein großes Netzwerk aufzubauen. Sechster Fehler, du hast keine organisierte Ablage. Nacharbeiten und Unimaterial sortieren? Mache ich später, dauert ja noch bis zur Klausur. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, ein Trottel. Sobald die ersten Vorlesungen, Seminare und Übungen losgehen, solltest du damit anfangen, die Folien, Mitschriften und Übungsblätter abzulegen, aber bitte klug und mit System. Nicht einfach alles auf einen Stapel packen und warten. Ich mache diesen Trottelfehler selbst noch viel zu oft und weiß daher, wovon ich schreibe. Es erfordert nicht viel Aufwand, aber spart dir eine Menge Zeit und Nerven, wenn du dir einfach fünf bis sechs Ordner zum Semesterstart anlegst und den ganzen Unikram nach Fächern sortiert ablegst. Auf diese Weise kannst du nach den Vorlesungen direkt produktiv in die Prüfungsvorbereitung starten. Ein einfaches Ablagesystem von Anfang an spart Zeit und Nerven. Siebter Fehler. Du setzt die falschen Prioritäten. Noch schnell Staub wischen, dann den Desktop vom PC aufräumen und alle Bücher neu sortieren. Erst nach Themen, dann alphabetisch. Später dann zur vierten Studentenparty in dieser Woche. Wie sah deine Tagesplanung in den letzten Wochen aus? Hattest du das Gefühl, dass du die wirklich wichtigen Aufgaben angehst? Oder hast du viel Zeit mit kleinen Dingen verschwendet, die eigentlich noch warten konnten? Zum Semesterstart solltest du dir darüber klar werden, welche Dinge in deinem Studium und deinem Leben Priorität haben und was du eher vernachlässigen kannst. Was ist wirklich wichtig für dich und auf was kannst du eher verzichten? Was macht dich glücklich und was bringt dich weiter? Frage dich zum Semesterstart, was dir wichtig ist und setze kluge Prioritäten. Sei kein Trottel. Wenn du diese sieben Trottelfehler vermeidest, kannst du einen richtig guten Start ins Semester hinlegen und deine Leistung im Studium deutlich verbessern. Hier nochmal die Tipps in Kurzform. Nimm den Semesterstart ernst. Plane dein Studium. Lies deine Prüfungsordnung. Nimm dir nicht zu viel vor. Baue dir ein Netzwerk auf. Organisiere dein Lernmaterial. Setze kluge Prioritäten. Fazit. Jeder macht Fehler. Aber einige Fehler müssen nicht sein. Besonders dann nicht, wenn es Trottelfehler sind. In diesem Artikel habe ich dir die sieben größten Fehler zum Semesterstart gezeigt und dir gleichzeitig ein paar Tipps mitgegeben, wie du diese Stolperfallen umgehen kannst. Es wird zwar etwas Arbeit erfordern, aber wenn du diese Trottelfehler erstmal ausgemerzt und ab dann auf dem Radar hast, fällt es dir später leichter, eigene Schwächen zu erkennen und gegenzusteuern. Was mein größter Trottelfehler ist, habe ich dir schon verraten. Wie sieht's bei dir aus? Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.